Jo Leute, willkommen zurück zu Mirror's Edge und da kann ich nicht lang. Aber ich kann hier lang. So, Ups. Ja, oder einfach die, die gegeben werden. Moment. Ist hier was? Ich glaube nicht. Okay. Dann habe ich den wahrscheinlich einfach nur gerade verkackt, den Sprung. Okay. So, da lang hangeln. Und dann wahrscheinlich... So. Geht jetzt schon wieder weiter. Das ist mir sowas von scheißegal. Wohin? Dahin. Ich darf in die falsche Richtung. Macht ihr sowieso. Ja, mach mal. Zielübungen sind ganz hilfreich, habe ich gehört. So. Wow, Sniper, nein, jetzt schon. So, einer von drei. In dieser Mission. Okay. Okay, einmal hier rein. Hallo Maus, beziehungsweise Ratte. Ja. Hoch hier. Und rüber. Rüber. Und kaputt. Warum die sich manchmal nicht festhält, das weiß ich nicht. Es kann sein, dass ich da oben wirklich langhangeln muss. Nee, muss ich nicht. Sehr schön. Und hier hin. Nee, das funktioniert nicht. Was mache ich gerade falsch? Was mache ich gerade so extrem falsch? Ich weiß nicht, warum es beim ersten Mal nicht geklappt hat, warum sie sich da nicht festgehalten hat. Habe ich nicht richtig gezielt oder sowas? Sie haben dich eingekesselt. Du musst die Kanalisation erreichen. Ja, es war schon klar, dass ich da drauf haben will. What the shit? Nein, 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 nein. Ich glaube kaum, dass ich so die Kanalisation erreichen möchte. So, hopp. 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 Okay, einfach fallen lassen war falsch. Ja, ja, klar. Und dann werde ich erschossen. Sagst du?
Und lauf, Held, lauf! Ach, das ist ein ganz bescheuerter Sprung. Der Vogel zieht ab, sieht aus, als sei die Luft rein. Jetzt schwing ich in die Kanäle. Das sind ganz bescheuerte Sprünge von Stangen an Rohre. Und nochmal schwungen. Boah. Wobei Rohre runter ist sehr viel angenehmer als Rohre rauf. Geht nämlich schneller. So. Perfekt. Da ist eine Ratte. Da kann man hoch. Da möchte ich wahrscheinlich auch hoch. Habe ich da recht? Ja, ich habe da recht. Ja, es ist mir schon klar, dass ich da hoch will. Nur wie? Okay. Die Kante ist gemein. Nee. Nee, 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 nee. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Okay. Okay. Ja. Sowas hasse ich. Also wenn Spiele die ganze Zeit so schön linear sind, dann und wirklich Flow haben und sich dann den Flow so rausnehmen. Ich komme da auf gar keinen Fall so hoch. Auf gar keinen Fall komme ich da so hoch. Schaffst du das? Never. Ah, Moment. Das ist ganz einfach. Und hab dich. Es ist nicht, um hier hinzukommen, sondern das hier ist dafür, um da wieder hinzukommen. Wow, das war ein lautes Gewitter. Bin gespannt, ob man das in der Aufnahme hört. Aber wir haben gerade Gewitter bei uns. Ich habe hier Karten der Kanalisation. Auf der anderen Seite sollte ein Ausgang sein. Sieht ziemlich hoch aus. Okay, ich hatte es schon befürchtet. Und lass mich mal raten, auf halber Strecke ist irgendwo ein Schalter, wo ich draufdrücken muss. Und dann muss ich den auf Speed hier lang, den Weg. Los, weiter, glaub bloß nicht, dass die Cops nicht da runterkommen. Ach. Hier kommt gerade was durch. Mist. Sie haben wohl geahnt, dass du dich da drin verkriechst und haben weiter vorne Scharfschützen postiert. Oh, das ist aber sehr freundlich von denen. Vor allem dann so einen Schwebebalken-Akt hier reinzubringen. Es ist sehr freundlich.
Und hopp und hopp. Hopp. Schalte Scharfschützen aus oder geh ihnen aus dem Weg. Auf jeden Fall musst du da durch. Und hopp. Hopp. Ab, ab, weg. Könntest du bitte aufhören, auf mich zu snipern? Das wäre herzallerliebst. Oh shit, das hätte ich nicht machen sollen. Das hätte ich nicht machen sollen. Moment, wo bin ich denn jetzt? Hä? Sie sind drin, los, raus da, Faith. Ja, ja, ist mir schon klar. Wo muss ich denn hin? Toll, ich muss nicht mal hier hin. Da sterbe ich, auf jeden Fall sterbe ich hier. Okay, doch nicht. So. Okay. Wohin? Das ist sogar so eine Sache, wo ich das Spiel überhaupt nicht mag. Also diese Jump-Run-Elemente, die sind super geil, aber diese Hey, du weißt nicht, wo du hin musst. Dinger, die gehen mir mega auf die Nüsse. Zu früh. Oh, bitte nicht. Hoch hier. Da lang. Und ich würde sagen, jetzt schaffe ich es nicht mehr, ne? Ja. Sehr schön. Genauso muss das. Und wie soll ich das denn machen? Okay. Ich dachte, man müsste wirklich ganz kurz davor halt abspringen. Aber es funktioniert nicht. Was mache ich denn falsch? Was mach ich denn falsch? Also noch enger kann ich nicht springen. Das geht nicht. Das geht wirklich nicht. So. Ja. Toll, das ist sehr schön. Aber so, zack. Nein! So kann es funktionieren. So kann es funktionieren und so wird es auch funktionieren, denke ich. Nee. Zu früh. Gefreut. Ich denke, jeder hat gesehen, was ich vorhabe. Hm.
Weil ein Wallrun ist weiter als ein Sprung. Die Frage ist, warum kriege ich den nicht hin gerade? Warum kriege ich keinen normalen Wallrun hin? Wobei, was heißt normal? Also normal ist der nicht. Der Wallrun. Lassen wir uns einfach treffen, würde ich sagen. Ja. Funktioniert. Das ist der Hampton Town Zugangspunkt. Okay. Black Knife ist nicht bereit. Ja. Und jetzt? Da lang oder was? So, hier hoch. Safe. Und ah, okay. Ach, komm schon. Dein Ernst? Ach, komm schon. So. Ich möchte halt nicht die Reflexe benutzen. Also ich weiß, dass man die benutzen könnte, um manchen Sprung hinzubekommen. Aber ich möchte ihn halt gerne so hinbekommen. Weil sonst wird das Spiel zu einfach. Ups. Okay. Wunderschön. Ich habe da links schon was gesehen. Achso, das ist ein Stahlträger. So. Genießt du die Aussicht oder was? Die Cops sind schon auf dem Weg zu dir. Ja, und ich muss halt warten. Also halt die Klappe. Alle, opa. Wo muss ich denn hin? Nee, nicht dadurch. Wie bescheuert ist das denn? Du kannst mir doch nicht sagen, dass das der sinnvollste Weg ist. Boah, nee, komm. Dein Ernst? Dein Ernst halt. Weg, weg, weg. So, und ausgeschaltet von den blöden Cops. Kacke, das funktioniert nicht so, wie ich das gerne hätte. So. Okay. Gehen wir noch weiter hinten rum. So. Hier ist alles. Ich. Weg. Okay. Könnte ich mal kurz irgendwie Pause haben? Ich weiß gerade nicht, ob der Weg, den ich hier laufe, überhaupt auch nur ansatzweise richtig ist. Okay, ich hätte da hingemusst irgendwo. Verdammt.
Wohin genau? Ach Mist, da war ich schon drin. Da. Einmal. Ach, da ist die rote Tür. Ja, komm. Durch. Gott, da stellt sie sich einfach vor die Tür und haut auf die Tür drauf ein. Muss ich da lang? Muss ich da lang? Ne, ich muss da lang. Und nach oben. Jack Knife weiß vielleicht was über den Mord an Pope, also lass dich nicht von ihm verarschen, okay? Ja, ja. Er war ein ziemlich guter Runner. Keine Ahnung, für wen er jetzt arbeitet. Aha. Okay. Ein Runner mehr, ich seh's. Für alle, die es nicht wissen, das mache ich in meiner Freizeit halt auch, genauso wie der auch. So, ständig. Auch hier. Du verlierst ihn, Faith. Schwachsinn. Dicker Müll. Wegen deiner Inkompetenz verliere ich den höchstens. Wo muss ich denn hin? Ich hoffe hier lang. Wo ist der hin? Verdammt! Wo ist der hin? Hä? Okay. Okay. Do you dream? Da ist er. Okay, wie soll ich das denn machen? Kannst du auf einem anderen Weg zu ihm kommen? Ja. Und... okay. Da einmal hochklettern. Ich glaube, ich kletter lieber weiter hoch. Ja. Was machst du da? Hör auf daran hängen zu bleiben, Mädel. Oh. Gott im Himmel, die bleibt an einem Brett da hängen. Dumme Kuh. Und jetzt? Ach du Scheiße. Ja, ist okay. Okay, von da bin ich los. Das heißt, ich muss weiter nach oben. Warum kann ich mich da gerade nicht hochziehen? Okay, einfach das Gerüst hoch, würde ich sagen. Ich glaube, da muss ich hin, ne? Da liegt er. Ah, da ist einfach.
warum du hier bist, Faithy. Sag mir einfach, was Icarus mit dem Mord an Pope zu tun hat, Jack. Ich habe gehört, es war ein Cop. Aha. Dann hast du was Falsches gehört. Stehst du auf Wrestling, Faith? Pope war Wrestling-Fan, hat es geliebt. Er hat sogar einen Ex-Wrestler für seine Sicherheit engagiert. Travis Burfield war bekannt unter dem Namen Ropeburn. Kommst du irgendwann zum Punkt? Ropeburn. Nun, eigentlich ist er nur ein Schläger, der Glück hatte. Manchmal wissen die Leute einfach nicht, wo sie hingehören. Alle wollen immer im großen Teich schwimmen. Und übersehen die größeren Fische. An deiner Stelle würde ich bei diesem überbewerteten Stück Fleisch anfangen. Da wünsche ich gute Jagd, Faithy. Ich weiß nicht, ob es klug ist, direkt zu Ropeburn zu gehen. Werd ich nicht. Ich gehe zu Miller. Oh, Faith, was machst du bloß? Willst du ihm von Jack Knife erzählen? Noch nicht. Er ist immer noch ein Cop, egal was Kate sagt. Richtig, das ist ein Buller. Siehst du ihn? Ja, er geht zu seinem Wagen. Lieutenant Miller? Ich bin Faith, Kates Schwester. Sie hat nie eine Schwester erwähnt. Tja, wir reden nicht viel übereinander. Sie meinte, ich soll zu Ihnen gehen, wenn was schief läuft. Sie wurde verhaftet. Und Sie sind nicht zufällig die Verdächtige, die vom Tatort geflohen ist, oder? Nun, es ist schwierig, sich zu erinnern, mit einer Waffe im Gesicht. Ich weiß, was Sie sind. Es war eine Falle, oder? Ich weiß, dass Kate zu so etwas nicht fähig ist. Natürlich nicht. Aber stellt mir verdammt unbequeme Fragen. Und ich komme nicht mal in ihre Nähe. Sagt Ihnen vielleicht der Begriff Icarus etwas? Wieso? Es wird hier erwähnt. Pope hatte das in der Hand. Vielleicht aus seinem Tagebuch. Sie haben Beweise gestohlen? Kate ist alles, was mir in Familie bleibt. Und Cops überleben im Knast nicht lange, Lieutenant. Wenn sie verurteilt wird, ist das ihr Todesurteil. Aha. Ich nehme sie nicht fest. Das bin ich Kate schuldig. Aber eine Menge Leute werden das versuchen. Und das kann ich nicht verhindern. Lernen Sie lieber wegzulaufen. Laufen kann ich am besten. Ha. Wie man sieht. Und was hat dir das jetzt gebracht? Ropeburn hat ein Büro bei Sea Burfield International Shipping nahe U-Bahn Riding Park. Oben auf dem Gebäude müsste ein Schild sein. Ich habe Ropeburn mal beim Wrestling gesehen, hat seinem Gegner den Arm gebrochen und dem Ringrichter einen Kopfstoß verpasst. Wenn Ropeburn wirklich was mit dem Mord an Pope und dem Komplott gegen Kate zu tun hat, dann ist er bestimmt kein großer Redner, sondern ein Kämpfer. Das trifft sich gut. Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Mirror's Edge. Haut rein, bis dahin. Ciao, ciao.